Morgen, meine lieben Freunde, hier zu Tag 2 der Gamescom. Guten Tag. Ist so hell. So hell. Ja, es blendet hier wieder schönes Wetter. Voll geil. Gucken, wie es heute wird. Heute fängt der Tag 2 an. Heute sind alle da. Heute werden die Hallen voller sein wie gestern, wie am Medienpressetag. Mal gucken, wen wir heute so alles treffen, wen wir heute alles so rausziehen können. Mal schauen. Wir frühstücken jetzt noch, gehen dann langsam Richtung Messe, dann ist 9 Uhr rum, 10 Uhr ist Einlass, also von daher haben wir noch massig Zeit. Heute natürlich mit meinem T-Shirt, muss natürlich sein, dass man mich auch ein bisschen erkennt, falls was ist. Und ja, wir sagen einen guten und wir sehen uns später auf der Messe. Donnerstag, wir sind drinnen, eigentlich noch ruhig hier, die stürmen jetzt alle rein. Wir haben den, das ist jetzt schon so voll, wie es gestern den ganzen Tag. Genau, aber wir haben den chilligsten Eingang, oben natürlich, auf dem Parkdeck, ganz ruhig. Haupteingang, normaler Eingang ist ziemlich voll, wie wir schon in den Bildern gesehen haben. Wir sind gerade beim Fokusstand, wo Energy-Drinks gibt, schauen wir mal, ob wir noch welche kriegen. Haben wir gestern auch welche gekriegt. So, und dann gehen wir zu The Division. Dann gucken wir mal, was es noch für Spiele gibt. Dann würde ich mal sagen, bis nachher und schua! Sorry, I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love running through like electricity. Like electricity. Freunde, hier vor einer kleinen Pause. Wir sind gerade auf Piazza Platz. Es ist so warm. Wir haben uns gerade noch ein Eis geholt. Schmilzt auch extrem schnell. Also von daher muss ich schnell essen. Und ja, wir waren jetzt in The Division. Das Spiel war eigentlich sehr geil. Sehr taktisch. Aber Review kommt ja separat noch. Also kann ich nur empfehlen. Aber das sage ich ja noch im separaten Video. Und ja, jetzt gehen wir gleich auf die YouTuber-Bühne wieder.
schauen, welcher YouTuber da gerade da ist. Den aber vorher da um 12. Jetzt müsste Unge da sein. Jetzt mal schauen. Nachher kommen noch Kronk und Co. Schauen wir mal, was sich noch so ergibt und welche Spiele wir noch reingehen. Es gibt noch viele, die wir noch testen wollen. Und da schauen wir mal. Und wir schwitzen weiter hier. Aber zum Glück sind die Hallen größtenteils klimatisiert, aber brechen voll. Also war gestern echt schön, dass es so ruhig war. Naja, egal. Wir gucken und bis später. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Gamescom. Wir haben immer noch Donnerstag, sind hier immer noch fleißig dabei. Gerade draußen, Sonnenstrahlen, hoch 10, sehr heiß. 500 Grad. Die Hallen sind leider auch etwas wärmer, aber in den Spielen selbst meistens klimatisiert. Wir waren jetzt auch in Uncharted 4, Uncharted Collector's Edition, waren dann hier auch noch in Death Note. Haben wir das Bändchen hier gekriegt, wo wir LED haben. Und versuchen so viel wie möglich abzugreifen, damit ihr dann was von den Giveaways habt. Und haben gerade mit dem Community-Leiter oder halt quasi mit dem Typi geredet von Death Note. Vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar Giveaways. Je nachdem, wenn wir am Sonntag erfahren. Eigentlich ganz cool, vielleicht werden wir noch ein paar andere Indie-Hersteller fragen, ob die uns was geben können. Extra für euch. Und ja. Jetzt gehen wir noch weiter, irgendwelche Spiele gucken und dann gehen wir noch auf die YouTube-Bühne, da kommen nachher noch Unge und so. Wir gehen vor allem auf die YouTube-Bühne. Genau, auf die YouTube-Bühne. Kronk konnte man nicht anschauen, das war so überfüllt. Nein, schon. Ab 12 standen die wahrscheinlich schon an, wenn ich sogar schon ab 10 nenne. Na egal, jetzt gehen wir weiter und wir sehen uns dann später. Town, from London to Taiwan,
I've been all around the globe trying to protect your soul. So, wir haben jetzt 19 Uhr, sind hier wieder auf dem Piazza-Platz, alle strömen sie raus. Nach Hause geht's. Wir sind noch ein bisschen unterwegs, nämlich an der YouTube-Bühne und an der Let's Player-Stand sind gerade Pizmeet und am YouTuber-Stand sind gerade Dena, Paluten und so drauf. Sind wir gerade mal kurz vorbeigelaufen, wie ihr gesehen habt. Die zocken noch ein bisschen, mal gucken, ob wir welche von den abgreifen können noch, je nachdem, Unge oder so, wo wir noch nicht haben. Mal schauen, denn da tümmelt sich immer noch die ganzen Verrückten. Naja, wir gehen noch mal rein, schauen, was noch so geht. Mal gucken, wie lange es noch geht und dann würde ich sagen, bis nachher. Tschüss! Wave race we were made to ride. You and I were first in line, and we took them by surprise. I was with you all the time. You may not realize, but I'm here. I hear you loud and clear. When we get lost in all our minds, you'll be keeping me near. Willkommen zurück! Tag 2 der Gamescom ist vorbei, Donnerstag ist jetzt rum. Wir stehen jetzt hier noch auf dem Parkdeck, wir haben schon fast 8:30, kann man schon fast sagen. Und die Massen strömen da hinten immer noch raus. Weiß nicht, ob man es sehen kann, ich denke mal schon. Also wir wurden ja schon rausgeschmissen. Wir standen noch vor der YouTube-Bühne, da war Unge und Co. Die haben noch Autogramme gegeben und alles mögliche, aber wir wollten das unbedingt nicht reindrängeln. Leider nicht rausgezogen. Du wolltest dich reindrängeln, aber nein. Man hat uns rausgepfeffert. Ich habe reingedrängt, habe ich nicht. Ich habe schön chillig gewartet. Naja, egal. Aber wir haben wenigstens Pizmeet noch und Katie erwischt. Zwei Stück an der Zahl. Ja, und die gehen jetzt alle und wir gehen jetzt auch langsam. Hintergrund, schön, schöner Abend mit schönen kleinen Wölkchen und so. Ja, schaut schön aus. Ja. Und vor allen Dingen. Da oben sogar. Und vor allem, es kühlt jetzt langsam ein bisschen ab, es wird genau. Ein bisschen windiger, man kann wieder ein bisschen atmen, das ist super. Oh ja. Ja, wir gehen jetzt langsam nach Hause, werden dann langsam den Vlog zu Ende schneiden und den Tag ausklinken lassen, wie immer halt. Und morgen geht es wieder weiter, um 10, ne? Ist wieder Einlass, glaube ich, sogar. Ja. 10, ja, Samstag und Sonntag ist ja schon um 9. Ja, würde ich mal sagen, bis morgen. Lasst einen Daumen und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat und wir sehen uns. Bis morgen. Ciao! Wir gehen jetzt noch gemütlich einkaufen. Wir haben keine Getränke mehr. Stolzieren noch die Straße entlang. Sieben bis acht Flaschen innerhalb von nur knapp 2 Tagen aufgebraucht. Und wir haben ja noch Energy Drinks gekriegt und Wasser und alles Mögliche so auf der Gamescom. Also krass. Wir haben viel getrunken und ja, wir gehen jetzt noch. Auch bei 35 Grad. Genau, in den Supermarkt. Gehen wir noch was zum Essen holen. Gemütlich den Abend ausklingen lassen. Ich wollte eigentlich noch ein kleines Review geben, wo wir eigentlich waren. Wir waren ja in Uncharted 4, in Uncharted Collector's Edition, in The Division, in
am Ende Assassin's Creed Syndicate waren wir drin. Dann habe ich noch Blood Bowl 2 getestet. Act of Acquisition habe ich getestet. Fehlt noch ein Spiel? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Keine Ahnung. Wir haben so viel getestet, werde ich auf jeden Fall Reviews ja geben. Wir haben also dann auch noch bei The Division ja LeFloid gesehen, kurz und knackig. Im Anzug? Ja, im Anzug. Der war so ganz versteckt, den hätten wir voll übersehen, fast. Ja. Also wenn es so weitergeht, wie die letzten zwei Tage, wie so gut wir vorwärts kommen, sind wir morgen mit allen Spielen, die wir spielen wollten, durch. Jo. Also geplant wäre eigentlich morgen früh Star Wars Battlefront, genau. Destiny wollten wir noch gehen. Da muss ich jetzt mit ihm noch diskutieren, wie wir das machen, da morgen ab 10 Uhr Gronk nämlich Autogramme gibt. Müssen wir nur gucken. Wie mit ihrem Gronk. Ja, ich würde ihn heiraten wahrscheinlich am liebsten. Mich hier setzen lassen und heiraten. Genau. Ja, nein, so ist es gut. Nicht. Doch. So, das ist typisches Papa. Typisches Fangirly. Nein, das ist Papa. Typisches Fangirly. Naja, egal. Naja, wir müssen gucken. Ein paar Spiele haben wir noch. Warner hätten wir noch. Naja, mal gucken, was noch sich tut und wen wir noch alles treffen. Ja, dann würde ich mal sagen, lasst einen Daumen und einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann morgen. Schönen Abend und bis dann.